Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Familienbeziehung TV. Wie immer mit mir, mit Katja Zenz. Die Kindergärten sind geschlossen, die Abschiedspartys waren in der Vergangenheit. Auch die Schulranzenparty liegt bei den meisten schon einige paar Wochen zurück. Und dennoch dauert es auch noch ein paar Wochen, bis die Einschulung kommt. Das heißt, viele Kinder befinden sich im Moment in so einer Phase des Übergangs. Phase des Übergangs zwischen Kindergarten und der Schule. Eine Phase der großen Veränderungen, eine Phase, in der es heißt, Abschied zu nehmen, eine Phase, in der es heißt, sich neu zu finden, eine neue Identität zu kriegen, vom Kindergartenkind zum Schulkind. Waren Sie jetzt die Größten im Kindergarten, wissen Sie genau, Sie werden jetzt in der Schule erstmal die Kleinen sein. Sie wissen, es kommen ganz neue Dinge auf Sie zu, das heißt, Sie wissen aber nicht ganz so genau, was denn da genau kommt. Es wird da viel darüber geredet. Die einen sprechen von dem Ernst des Lebens, die anderen sagen, super, du kannst bald lesen und schreiben, aber noch ist alles etwas unbekannt. Zu jeder Veränderung, zu jedem Wachstum gehört es dazu, dass man eben auch sich verändert. Das heißt, es ist auch eine ganz spannende Zeit. Und nichtsdestotrotz reagieren die Kinder ganz unterschiedlich drauf, je nach Temperament, je nach Charakter, je nach Art und Weise des Kindes reagieren die einen so drauf, dass man es gar nicht merkt. Manche haben das Gefühl, das sind jetzt schon die ganz Großen und manche sind vielleicht auch etwas verunsichert, reagieren vielleicht aggressiv, etwas sensibler, schlafen vielleicht ein bisschen schlecht oder dergleichen. Ich möchte euch einfach dazu einladen, den Kindern ein wenig Rücksicht entgegenzubringen und auch für euch selber Empathie zu empfinden, denn auch ihr werdet euch verändern. Wart ihr doch bisher Eltern, die Verantwortung für alles im Leben des Kindes getragen habt? Wird jetzt ein großer Teil der Verantwortung zum einen natürlich an die Kinder übergehen, aber auch an unseren Staat. Denn wir haben eine Schulpflicht und damit seid ihr in Zukunft nicht mehr die Alleinverantwortung für eure Kinder, denn jetzt spricht der Staat auch mit. Und das heißt, für euch auch ein bisschen Kontrolle abzugeben, ein bisschen Verantwortung abzugeben und auch damit dürft ihr als Eltern zurechtkommen. Ich wünsche euch für diese Phase einfach viel Empathie, viel Einfühlungsvermögen und viele spannende Erlebnisse. Und sagt damit schöne Ferien, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal bei Familienbeziehung TV. Tschüss!